Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic. Ich will den da jetzt mal erledigen, den... Und ich würde vorher einmal speichern wollen, den einen Suchenden da hinten. Weil wir den ja irgendwie noch nicht erledigt hatten. Ah, ich weiß aber auch warum, weil da ein Drachensnapper in Reichweite war. Da ist er. Okay, ja, jetzt geht er los. Warte mal. War da noch einer? Wo ist denn der andere? Hier war noch einer irgendwo. Noch ein zweiter. Da! Hier war tatsächlich noch ein zweiter. Okay. Gut, dass wir aber gespeichert haben, bevor wir da angreifen. Dann müssen wir erstmal den einen erledigen, bevor wir den anderen da erledigen. Dann war hier hinten irgendwo noch einer. Nun, wo war der? Bei den Schafen? Ich will die Schafe jetzt nicht erledigen. Ja, wo war denn der andere jetzt? Hier, da ist er. Da ist er. Komm! Wieso ist er so stark? Ich muss mehr Crit machen. Wieso kann ich keinen Crit machen? Also so wenig Crit mache ich. Warum? Der eine ist ja hier und der andere ist da vorne irgendwo. Da. Da ist er. Jetzt hör auf, so viel Schaden bei mir zu machen und stirb einfach. Komm! Nein! Alter Schwede. So. Aber den will ich jetzt erstmal fertig machen, bevor ich den anderen dann fertig mache. Dann zuerst den lieber. Da ist er. Ja, komm! Hör auf! Alter, geht mir das auf den Sack mit dem jetzt gerade? Geht mir wirklich ein bisschen auf den Sack? Da ist er. So, jetzt aber. Komm. Ja, jetzt haben wir den. Den haben wir jetzt. Das heißt, nochmal hier bei Banger auf dem Hof da pennen gehen. Und dann können wir den anderen erledigen. So, ich habe mir jetzt aber auch was anderes zu trinken gemacht. Mal etwas Kühleres. So, wo kann ich pennen? Hier war das doch, ne? Mit dem Doppelbett hier, genau. Ist, glaube ich, auch das einzige Doppelbett hier. Im gesamten Game. Kann das sein? So, jetzt speichere ich aber auch nochmal, weil wir den einen jetzt besiegt haben. So, was... Okay, Punkte haben wir auch erst einmal genug. So, den muss ich jetzt kriegen. Ist mir aber echt zu nah an dem Snapper. Und warum greifen die Snapper den nicht an? Da ist er. Ja? Alter, was?
Den haben wir geschafft. Okay, nice. Kurz Panik gehabt, dass wir das vielleicht nicht schaffen. So, was mit dem? Wo geht der hin? Wo will er hin? Garn. Warte mal. Was macht die Jagd? Was macht die Jagd? Das letzte Tier, das ich erlegen konnte, war eine große Ratte. Nicht sehr ermutigend und schlecht fürs Geschäft. Seit ein paar Tagen streift so ein schnaubendes Tier in der Gegend herum. Es tötet nicht nur alles, was sich bewegt. Es stört mich auch bei meiner Arbeit. Ja, kennen wir aber eigentlich schon, meine ich. Wieso, aber jetzt haben wir den Suchenden auch endlich mal geschafft. Jetzt können wir nochmal pennen gehen. Das hat er wirklich nicht verdient. Und dann würde ich mal versuchen wollen, in der Kolonie nochmal hier die Orks vielleicht zu besiegen, damit wir an Diegos Gold kommen. So. Komm, das speichern wir auch noch einmal. So, wo war der Weg nochmal? In die Kolonie da vorne. Ich sehe schon. Da wollen wir jetzt hin. Ich hoffe, wir können dann auch wirklich, sobald wir das da durch haben, dass wir in der Lage sind, auch die Snapper-Andy mal auszuschalten. Das Problem haben wir, glaube ich, eher größtenteils mit der Rüstung. Dass die irgendwie nicht stark genug ist. Aber was wir auch machen können, ist das Fleisch, was wir eingesammelt haben, einmal brutzeln. So, komm. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Fleisch wir haben. Aber einiges müssten wir haben, auf jeden Fall. Und gebraten gibt das ja mehr Gesundheit wieder. Okay, das war's. Dann haben wir jetzt alle. Hinter dürfte jetzt auch keiner sein, ne? Gut. Wollen wir vielleicht erstmal die Orks, die hier sind, einmal versuchen zu gucken, was sind das für Orks von der Stufe her? Komm, können wir machen, oder? Hier unten. Gab es ja auch noch welche. Ich speichere einmal, bevor ich dahin weitergehe. So, der eine kommt. Die kommt zu zweit, was? Okay, warte mal. Aber erstmal gucken, sind das normale Orks? Sind Ork-Krieger, ja, aber sind doch ein bisschen stärker. Und vor allem, warum kommen die gleich zu zweit? Ich will doch nur den einen. Kann ich den anlocken? Irgendwann muss ich den doch treffen können, oder? Okay, mit dem wird's wohl nix. So, okay. Also doch nur der eine. Ah, nein. Komm. Ah, nein. Okay, könnte so vielleicht klappen. Nein. Fast.
Das hätte klappen können. Das hätte klappen können. Das hätte vielleicht klappen können. Mit dem einen. Ja. Besser, es kommt nur der als anstatt beide. Besser so. Der trifft mich aber auch mal. Ja. Ist ein bisschen doof, aber besser so als gar nicht. Und das gibt nur 300? 300 nur? So, okay, aber... Naja, besser so als gar nichts. Und wir haben dann wenigstens den ersten Ork alleine gekillt. Ohne Hilfe. So, das speichere ich dann, weil wir einen jetzt gekillt haben. Das ist wichtig, dass wir das jetzt speichern. Ich will aber auch wissen, was da hinten gibt's. So. Dürfte jetzt nur noch der eine Ork sein, kann es sein? Bevor von da hinten gleich noch einer kommt. Jo. Ah, das könnte übel werden mit dem. Okay, der könnte uns vielleicht doch noch hinkriegen. Nee. Oh, ich dachte schon. Dann kommt aber jetzt kein anderer, oder? Jetzt muss ich nochmal essen. Kurz Panik gehabt. Dass es für uns vielleicht richtig übel enden könnte. Alter, woher haben wir wieder 7000 Gold eigentlich? So. Komm, Mana brauchen wir ja nicht. Also nicht viel zumindest. Aber wir haben auch kaum noch was für Heilung. Könnte auch übel werden. So, nochmal speichern. Wir haben den Ork ja jetzt auch besiegt. Dann gehen wir mal weiter. Vielleicht finden wir hier noch irgendwas an Heiltränken oder so. Ich hoffe es. Hier sind auf jeden Fall viele Tote. Will ich wissen, welche Tote das sind? Alter, sind das viele. Warum wollte ich da rein? Schaffe ich wohl gegen den einen erstmal? Nein, ich wollte nur den einen. Egal, ich lasse das mal. Tschüss! Nee, bitte Abstand halten, ja? Abstand halten! Okay, das wird keine gute Idee hier.
Kann ich den von hier aus treffen? Ich glaube, das wird nichts mit dem. Oder wenn wir es von hier versuchen. Wo ist denn da hin? Versucht. Will er jetzt hier hoch? Ich ergreife mal lieber die Flucht. Wir brauchen hier noch von anderswo Erfahrungspunkte. Gehen wir mal hier lieber rein. So. Sind das Ork-Krieger oder? Ich speichere hier mal auf die 2. Oder sind das normale Orks? Einfach nur Ork. Gegen 2 will ich nicht. Autsch. Ich hoffe, die kommen hier jetzt nicht hoch. Aber warte mal, wenn die, Autsch. Jetzt hat er den High Ground, toll. Keine gute Idee. So, wir haben hier gespeichert auf die 2. Also an dem kommen wir nicht so einfach vorbei. Oder nicht so einfach ran. Und sonst, da ganz oben hatten wir, glaube ich, schon alles erledigt gehabt, oder? Hatten wir das? Okay, hier kommen wir nicht so hoch. Doch, hier kommen wir hoch. Genau, hier gibt es nichts mehr. Und niemanden. Nicht mal eine Fleischwanze, so wie es aussieht. Aber waren hier oben nicht mal Bäume? Ein Baum zumindest war hier doch. Wo ist denn der Baum hin? Keine Ahnung, wo der Baum hin ist, aber auf jeden Fall, ich muss da hinten rüber, um Gorns Gold zu bekommen. Aber ich weiß nicht, wie ich an den Orks da vorbeikomme. Kann ich hier etwas so hoch, ohne runterzurutschen? Könnte schwierig werden. Kann ich den wenigstens von hier aus erledigen? Das könnte schwer werden. Jo, ich rutsch hier runter. Nein! Ich hoffe, der andere kommt hier nicht hoch. Jo, jetzt ist vorbei.
Na super. Wie kriegen wir das mit dem einen Ork hin? Ich will ja nur den einen Ork. Nein! Warum beide? Aua! Autsch! Ich versuche die mal runterzulocken. Da vorne müsste doch jemand sein, der helfen kann, ne? Jetzt sind die wieder. Nein! Nein! Immer diese Orks. Ich will doch nur einen haben, ja? Nur einer, der kommt. Egal, ich gehe mal runter. Dann versuchen wir das erstmal anders. Wenn ich gegen die da oben erstmal noch nicht ankomme. Was habe ich eigentlich für eine Ausrüstung an? Hier, Schutz vor Waffen. Hier, das gibt auch Stärkebonus. Lebensenergie. Erkennungszeichen des Ring des Wassers. Wieso habe ich jetzt keinen anderen Ring? Einen, der Stärke oder Schutz gibt. Warte mal, ist das ein normaler oder ein junger Drachensnapper? Das ist ein normaler Drachensnapper. Ich würde aber gucken, ob ich vielleicht den hier schon hinkriege. Weil der verspeist da jemanden so schön. Nein! Jo, jetzt bin ich auch Mahlzeit. Okay. Drachensnapper sind auch schwer. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das mit den Drachensnappern schaffen soll und mit den Orks. Ich glaube, ich muss doch vielleicht erstmal irgendwie nochmal eine bessere Rüstung bekommen. Zumindest die mittlere oder die schwere Drachenjägerrüstung. Denn vorher komme ich nicht gegen die alle hier an. Vorher sind die alle viel zu schwer hier noch. Aber ich brauche die Erfahrungspunkte. Ich habe sonst keinen Plan, wie ich das sonst schaffen soll hier. So, hier hat ja Diego geholfen gehabt, die kaputt zu machen. Kann das sein, dass das dann Buddlerfleisch ist, was hier rumliegt? Oder andere Pilze? Ja, Buddlerfleisch. Okay. Ein bisschen kriegen wir hier noch. Zumindest was Gesundheit angeht. Ich würde dann hier auch nochmal speichern, bevor ich darüber gehe. Und dann gucken, ob da vielleicht einfache Orks sind. Einfache Orks wären mir deutlich lieber. Fleischwanzen sind da. Und da ist ein Lurker. Also gegen den kommen wir safe an. So.
Wo habe ich jetzt aber Goblins gehört? Wahrscheinlich in der Höhle hier. Ja, komm. Wo sind der jetzt? Da. So. Alles mitnehmen, was die haben. Mal gucken wir mal. Hier liegt ja auch noch was drauf. Feuerkraut. Streitaxt. Dank. Noch ein Lederbeutel. Boah, ist die... Warte mal. 23 Stärkepunkte zu wenig dafür, aber die behalten wir erstmal. Das speichere ich auch. Wenn die schon so stark ist, Heilkraut. Da brauchen wir nur 110 Stärke. Ist nur die Frage, wie kommen wir dann auf 110 Stärke? Bestimmt gibt es hier noch mehr Gegner. Die Streitaxt behalten wir safe. Die ist ja auch eine Zweihandwaffe. Ach, bei denen sind wir. Fragen wir mal, was bei denen Neues so gibt's. So, Talbin und hey, Engrom. Du. Wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Beschissen. Was soll ich schon sagen? Seit Tagen nichts anderes als diesen verdammten Fluss rauf und wieder runter. Links lauern die Orks, rechts lungern die Banditen rum und jeden Tag fresse ich Lurkerfleisch. Ich kann's nicht mehr sehen, verstehst du? Schon mal dran gedacht, hier abzuhauen? Schon mal dran gedacht, hier abzuhauen? Ja klar, ist ja auch kein Problem. Erst metzle ich mich durch die Horden der Orks, sage den ganzen anderen Unholden, die hier überall sind, guten Tag und spaziere dann locker über den Pass. Das ist ja ein toller Trick. Ich bin auch hier reingekommen. Du willst mir erzählen, du bist gerade über den Pass hierher gekommen? Ja. Mehr oder weniger ja. Dann hast du nur Glück gehabt. Solange hier der Ausnahmezustand herrscht, bewege ich mich jedenfalls hier nicht weg. Und was macht die Jagd? Was macht die Jagd? Die Jagd ist mein einziger Trost, doch würde ich gerne mal was anderes vor den Bogen bekommen als diese ekligen Lurker. Hey. Okay, und Talbin? Ich glaube, dein Kumpel ist ein bisschen gereizt. Ich glaube, dein Kumpel ist ein bisschen gereizt. Hör bloß auf. Provozier ihn nicht noch weiter, sonst reißt er mir noch den Kopf ab. Ich kann's jetzt auch nicht mehr ändern, dass wir hier sind. Ich werd's irgendwann wieder gut machen. Hier hast du deinen Käse. Bringst du mir jetzt was? Ich habe gerade keinen Käse dabei. Ah, verdammt. Zu schön gewesen. Sag Bescheid, wenn du welchen hast. Hab ich den ganzen Käse... Er wollte Käse haben, verdammt. Käse! Da haben wir's. Und was? Wie sieht's hier aus? Okay, das ging leicht. Dann haben wir zumindest seinen Käse, den er haben wollte. Hier hast du deinen Käse. Bringst du mir jetzt was bei? Ehrlich, du hast was? Oh Mann, wie lange habe ich das schon nicht mehr gegessen. Danke. Wie war das? Ach ja, sicher. Was kannst du mir beibringen? Was kannst du mir beibringen? Was willst du wissen? Herz nehmen, kosten 3 Lernpunkte. Horn des Schattenläufers, kosten 3 Lernpunkte. Ja, aber ich hatte jetzt gehofft gehabt, ich könnte durch ihn jetzt noch ein bisschen was anderes lernen. Also, und Erfahrungspunkte bekommen. Ist aber anscheinend nicht der Fall. So, aber davon sollen die Banditen sein? Und wie ich sagen, da machen wir mal uns in der nächsten Folge auf den Weg. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus.
und ciao.